ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. This is أغسط حلقة إبا العقيدة الواسطية، أبي العباس أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية. Das ist ein wichtiger Metn. المتن auf Arabisch ist Text. Das ist ein wichtiger Text über العقيدة. Beschreibt عقيدة أهل السنة والجماعة. Jede Sekte hat ihre Grundlagen. أهل السنة auch haben ihre Grundlagen. المحققون محقق، das ist محققون، das sind die Plural von محقق، und المحقق kommt von التحقيق، und التحقيق es ist jemand der untersucht und gibt jede Thema ihr Beweis. المحققون sagt das Buch von العقيدة الواسطية، das wichtigste Werk über العقيدة. Und wir haben viele Gründe gebracht. Wir reden am Anfang, wir haben oft über Al-Aqida geredet, was bedeutet Al-Aqida. Das ist, wir haben oft geredet, Al-Aqida, das ist Fa'ila, das ist was das Herz knopft, das haben wir oft geredet. Wir reden über Sheikh al-Islam am Anfang. Al-Imam al-Zahabi, das ist ein Schüler von ihm, gestorben 748, hat eine Zusammenfassung über seinen Lebenslauf geschrieben. Nicht nur Al-Zahabi hat über ihn geschrieben, sein Schüler auch Ibn Abd al-Hadi hat über ihn geschrieben, Ibn al-Qayyim hat über ihn geschrieben, aber verschieden, in verschiedenen Stellen seine Werke. Al-Imam al-Zahabi hat viele wichtige Sachen gebracht über Sheikh al-Islam. Er sagt, ich habe gelesen, was unser Sheikh Al-Allama Kamaluddin Alam Shafi'iyya, also ein Sheikh Shafi'i, das ist Kamaluddin ibn Zamalkani, gestorben 727. Er hat über Sheikh Al-Islam gesagt, kana idha su'ila an fan, wie niemand kommt zu Sheikh Al-Islam und fragt ihm über ein Fach. Er denkt, dass Sheikh al-Islam spezialisiert für dieses Fach. Wenn zum Beispiel jemand fragt ihm über Logik, die denkt, dass Sheikh al-Islam ein Logiker. Oder wenn jemand fragt Sheikh al-Islam über Philosophie, die denkt, dass Sheikh al-Islam Philosoph. Und wenn jemand fragt ihm über Fiqh, die sagt, Sheikh al-Islam kann nur Al-Fiqh. Wenn jemand fragt ihm über Usul al-Fiqh, denkt, dass Sheikh al-Islam kann nur Usul al-Fiqh. Ich denke, dass Sheikh al-Islam spezialisiert in diesem Fach. Und dann sagt, er denkt, dass er kann nur diesen Fach und niemand kann, niemand hat das Wissen wie ihn in diesem Fach. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا منه في مذاهبهم أشياء. Die Fuqaha von anderen Mazahib, Sheikh Islam war Hanbali, die anderen Fuqaha von anderen Mazahib, wie Shafi'iyya und Malikiyya und
الحنفية فين دي كوم تو شيخ الإسلام دي ديسكوتين مت إمام فين تيما ون شيخ الإسلام تايكت إن فيل دينج إن إيغن مذاهب بس تايكت ألس das Wissen von Sheikh al-Islam ist groß. Wie Imam al-Hindi hat mit ihm einmal ein Debatte gemacht, obwohl al-Hindi ist Ash'ari, der hat über Sheikh al-Islam gesagt, dass es zwei Genie im Islam gibt, Ibn Hazm, al-Andalusi und Sheikh al-Islam. Imam al-Zahabi sagt weiter, dass Sheikh al-Allama Kamal al-Din sagt, وَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ نَاظَرَ أَحَدًا فَانْقَطَعَ مَعَهُ. Es ist nie passiert, dass Sheikh al-Islam ein Debatte mit jemand anderem hat und Sheikh al-Islam hat aufgehört zu reden. وَلَا تَكَلَّمَ فِي عِلْمٍ مِنَ الْعُلُومِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ عُلُومِ الشَّرْعِ أَوْ غَيْرَهَا إِلَّا فَاقَ فِيهِ أَهْلًا. Und wenn er spricht über ein Wissen, über ein Fach, egal was für Fach, es ist dann besser als die Leute dieses Fach. واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها كما يجب. Man sagt am Ende, dass die Bedingungen von Al-Ijtihad sind in Sheikh al-Islam gesammelt. Also Sheikh al-Islam besitzt die Vollkommenheit der Bedingung von Al-Ijtihad. Dann sagt Al-Zahabi قلت, ich sage, Al-Zahabi sagt, وله خبرة تامة hat große die Vollkommenheit der Erfahrung in Bezug auf الرجال in Bezug auf Überlieferer ومعرفة بفنون الحديث in Bezug auf die Fächer von الحديث und die Überlieferungen die hoch sind und die niedrig sind und die authentischen Ahadith die unauthentischen Ahadith mit noch mehr erlernt viele, viele Ahadith. Die Grundlagen von Al-Sharia in Bezug auf Ahadith lernt er. فَلَا يَبْلُغُ أَحَدٌ فِي الْعَصْرِ رُتْبَتَهُ وَلَا يُقَارِبُهُ sagt, dass niemand in dieser Zeit erreicht seine Stufe. Oder kommt nah an seine Stufe. وَهُوَ عَجِيبٌ فِي اسْتِحْضَارِهِ وَاسْتِخْرَاجِ الْحُجَجْ مِنْهِ das ist fasziniert und eigenartig, wie er die Beweise bringt. Schnell. Ist ein Wissenschaftler, habe ich seinen Namen vergessen. Das ist, Moment, das ist Imam al-Daqiq al-Eid, Shafi'i, er war Maliki, dann ist Shafi'i geworden, hat auch viele Bücher wie Ahkam al-Ahkam. Er hat über Sheikh al-Islam gesagt, als die Leute über ihn gefragt haben, sagt, kennt ihr Qubbat al-Sakhra? Qubbat al-Sakhra, das ist die Al-Quds, was wir sehen, diese grüne, goldene, was heißt Qubba auf Deutsch? Diese halbrunde, wie heißt Kuppel? Er sieht eher Kuppel von al-Sakhra, diese Leute sagen ja, sagt Sheikh al-Islam, sein Kopf ist wie diese Kuppel, voller Bücher, er nimmt, was er will und er lässt, was er will. Und das ist hier, was meint sein Schüler al-Zahabi. وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند. Er hat die höchste Stufe erreicht in Bezug auf العزو. Was bedeutet العزو? العزو, wenn ich ein Hadith sage, ich sage immer seine Quelle in dem sechsten, im sechs Bücher, Sunan und Musnad von Imam Ahmad. Er kennt jeden Hadith und seine Quelle in As-Sunan. Dann sagt er, wir können über Sheikh al-Islam sagen, der Dhahabi sagt, jeder Hadith, was Sheikh al-Islam nicht kennt, ist kein Hadith. Dann sagt, ولكن, aber die Vollkommenheit des Wissens für Allah subhanahu wa ta'ala, غير أنه يغترف فيه من بحر وغيره من الإمة يغترفون من السواق, sagt, das Wissen von Sheikh al-Islam ist wie ein Meer und das Wissen von anderen Imamen in seiner Zeit, das ist wie Flüsse. Das ist Al-Imam al-Zahabi. Al-Imam al-Zahabi ist bekannt, also seine Stärke, wie in seinem Buch Sir Alam Nubala,
hat eine große Erfahrung in Bezug auf Männer, auf Rijal. Wenn du merkst, wenn du liest sein Buch Sir Alam al-Nubala, er führt Lebenslauf von einem Wissenschaftler, dann sagt er seine Vorteile und seine Nachteile und er übertreibt überhaupt nicht in den beiden Seiten. Ist bekannt von dieser Sache, viele Wissenschaftler sagen, die Aussagen von Al-Zahabi sind Gold, weil er heißt Al-Zahabi, der Goldene. Seine Aussagen sind auch Gold. Er sagt, wo Emma Tafsir, in Bezug auf Tafsir, فَمُسَلَّمٌ إِلَيْهِ Das ist sein Fach. وَلَهُ فِي اسْتِحْضَارِهِ لِآيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَقْتَ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ بِهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ قُوَّةٌ عَجِيبٌ Er hat eine eigenartige Kraft, Ayat zu führen, wenn er mit jemandem eine Diskussion macht. Sein Feind, Ibn Subki, oder sein Vater Subki, es gibt zwei Imame, Asha'ira, einer heißt Subki, und sein Vater, sein Sohn heißt Ibn Subki, der Sohn von Subki. Die beiden waren die Feinde von Sheikh Islam. Ibn Subki ist ein Schüler von Al-Zahabi. Subki, obwohl er ein Feind von Sheikh Islam, aber als er mit ihm diskutiert hat, die haben ihn gefragt über Sheikh Islam, er hat gesagt, ich habe niemanden gesehen, der schnell die Beweise aus dem Koran holen kann. Und dann sagt Al-Zahabi, وَإِذَا رَآهُ الْمُقْرِئُ تَحَيَّرَ فِيهِ Wenn jemand, der liest den Koran, ein Muqri', jemand, der lehrt den Koran, wie er sieht, Sheikh Islam, er verwehrt ihn. ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين. Er zeigt viele Fehler von vielen Deutern von dem Koran. Und er macht viele Aussagen von ihnen schwach. Und er zeigt die richtigen Meinung und er bringt Beweise aus dem Koran und der Sunna. Al-Zahabi sagt weiter, und er schreibt in jeden Tag in Bezug auf Tafsir und Al-Fiqh und die zwei Grundlagen, also Usul Al-Fiqh, Usul Al-Din, Al-Aqidah und Usul Al-Fiqh, wenn er hört Al-Aslan, zwei Grundlagen, das ist Usul Al-Fiqh, Grundlage von Al-Fiqh und Al-Aqidah. Al-Aqidah, viele sagen Usul Al-Din, die Grundlage der Religion. Er schreibt in der Tafsir und Al-Fiqh und die beiden Grundlagen und auch die Zurückweisung Philosophen und anderen. Er schreibt jeden Tag vier Heften oder mehr. Und seine Bücher sind mehr als 500 Mujallad. Also Mujallad ist ein Buch, Großbuch, Mujallad. وَلَهُ فِي غَيْرِ مَسْأَلَهُ مُصَنَّفٌ مُفْرَدٌ فِي مُجَلَّدَ Und in vielen Themen hat er ein Großbuch, Mujallad, ein Werk, in vielen Themen. Weil die Leute kommen zu ihm, fragen ihn über ein Thema. Er schreibt über das Thema ein Buch. Dann sagt, er hat viele Beispiele gebracht von seinen Büchern, Zurückweisung. Der Logik, die Logik von Aristo. Es gibt einen Orientalist, ich habe den Namen vergessen, und die sagen, dass Hegel hat Europa befreit von der Logik von Aristo. Aber ein Orientalist sagte, er hat die Bücher von Sheikh Islam gelesen, besonders das Buch Zurückweisung der Logik, der hat gesagt, dass Sheikh Islam vor Hegel hat die Grundlagen dieser Logik zurückgewiesen. Weil diese Logik von Aristo hat die Verstände festgehalten. Das kommt, inshallah, wenn wir darüber reden. Er sagt, وَكِتَابٌ فِي الْمُوَافَقَ بَيْنَ الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ فِي مُجَلَّدَيْنِ
Er hat auch ein Buch über Verstand und Aschara. Er sagt, dass ein authentischer Verstand, der gut nachdenken kann, es gibt eine Übereinstimmung über diesen Verstand und Aschara. Es gibt keinen Gegensatz. Und er hat in zwei großen Werke darüber geschrieben. وله باع طويل, hat ein großes Wissens über die Mذاهب und Aussagen von den Sahaba und Tabi'in. Seine Schüler sagen, Sheikh Islam hat Al-Muhalla von Ibn Hazm gelernt. Auswendig. Ibn Hazm, kennt ihr Ibn Hazm? ابن حزم الأندلسي ist auch ein großer Wissenschaftler. Hat das Buch المحلى بالآثار, ein فقه Werk. ابن حزم, viele Wissenschaftler sagen, er kann die Aussagen von den Sahaba auswendig. Und Sheikh Islam hat sagen, hat sein Buch gelernt auswendig. المحلى سبوغ فول ابن حزم. وقل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأئمة الأربعة. لك شيخ الإسلام إن إيب أين تيمة في الفقه ريدت إرس إرفينت إما دي مذاهب فيها أئمة إمام أحمد إمام أبي حنيفة مالك und شافعي. وصنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة. وله مصنف سماه hat auch ein Buch السياسة الشرعية die Rechtsmäßige Politik وكتاب رفع المنام عن الأئمة الأعلام. In diesen beiden Büchern Sheikh al-Islam hat die vier Imame von Fiqh teidigt. Und hat in diesen Büchern gezeigt, dass die vier Imame die wollen immer die Wahrheit treffen mit ihren Fatwa, mit ihren Aussagen. Sagt der Imam al-Zahabi dann, ولما كان معتقلا بالإسكندرية, als er gefangen in Alexandria war, التمس منه صاحب سبتة أن يجيز له مروياته وينص على أسماء جملة منها. ده Der Herrscher von Sebta, Sebta ist eine Stadt in Nordmarokko, die ist jetzt besetzt von Spanier, schon lange. Möge Allah sie irgendwann befreien. Er hat, dieser Herrscher von Sebta, hat zu Sheikh al-Islam geschickt, dass er ein Ijaza gibt über was Sheikh al-Islam an Überlieferungen hat. فكتب في 10 ورقات, dann Sheikh al-Islam hat in 10 Blätter seine Überlieferungen, was er gelernt hat, ohne Bücher zu sehen, hat das zu ihm geschrieben, hat es ihm geschickt. وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين. Dann sagt, jetzt in dieser Zeit, Sheikh al-Islam, er gibt kein Fatwa mit einem einzigen Mazhab. Er folgt nur Beweis. Wenn jemand liest die Bücher von Sheikh al-Islam, oft, er sagt andere Aussage als die Aussage von dem Mazhab, Mazhab al-Hanabila. Und seine Methode zu schreiben, es ist wunderschön. Er schreibt immer mit Beweise. Er führt immer die Aussagen von den Imamen und dann am Ende er sagt, das ist die richtige Meinung und gibt die Beweise. Dann hat er über seinen Mut geschrieben, als er im Khazan, als die Mongolen kamen nach Damaskus. Und er war bei Qazan, was er
ihm gesagt hat. Sheikh Islam war sehr hart mit diesem Mongolen. Dann hat er über sein Gebet geredet. Sein Gebet war mittelmäßig. Wenn er als Imam ist, wenn er Imam, die Leute im Gebet führt, dann sagt er, das hat ein Zusammen, das hat eine Beziehung zu unser Thema, Al-Aqida, Al-Wasitiyya. قال الشيخ الإسلام المسألة الحموية geschrieben hat. المسألة الحموية ist auch ein kleiner Text, klein Buch. Da kam jemand aus Hama und der hat Sheikh Islam gefragt über seine Meinung über die Ayat von As-Sifat. Ayat, die über die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Sheikh Islam wollte nicht antworten, hat viele Bücher darüber geschrieben von Salaf, liest die, aber die Leute wollten nicht. Die haben gesagt, wir brauchen eine Antwort von dir. Als er Al-Mas'al al-Hamawi geschrieben hat, er hat viele Probleme gehabt. Seine Feinde, Ahnaf und die anderen Fuqaha von anderen Mazahib, die meisten waren Asha'ira und Maturidiyya, die waren zum Herrscher, die haben ihm gesagt, die waren bei dem Herrscher, die haben über Sheikh al-Islam geredet, dass er die Aussagen von Salaf, dass er anderes sagt als die Aussagen von Salaf. Und es gab eine große Debatte zwischen ihm und dieser Fuqaha mit Anwesenheit von Sultan. Und Sheikh al-Islam hat dieser Fuqaha besiegt. Es kommt noch die Aussage von ihm. فَلَمَّا كَانَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعُمِائَةٍ in den Jahren 705, es gab einen Befehl von Ägypten, dass Sheikh Islam muss sein Aqidah zeigen. فَجُمِعَ لَهُ الْقُضَاةُ die Richter des Landes und die Wissenschaftler, die kamen zum Naib Dimashq, der Bürgermeister von Damaskus. Und vor ihm haben Sheikh al-Islam über sein Aqidah gefragt. Faqal, er sagt, ich wurde schon gefragt über Al-Aqidah von der Sunnah. Ich habe schon geantwortet, vor Jahren. Und die haben mit ihm eine große Debatte über viele Stellen in dieser Aqidah. Und dieser Sitz hat schon lange, also lang gedauert. Und es war zweimal. Und dann wurde nach Ägypten gebracht, bis Sheikh Islam ist nach Ägypten gegangen und haben ihn ein Jahr und ein halb festgenommen. Ich sage noch eine Zusammenfassung jetzt. Als er bei dem Richter war, Al-Qadi hat zu ihm gesagt, der Richter, was sagst du? Sheikh Islam hat angefangen, Allah zu loben, Alhamdulillah, Nahmadu. Dann ist der Qadi, dieser Hanafi, der hat zu ihm gesagt, mach schnell, du bist nicht gekommen, einen Vortrag zu machen. Sheikh Islam sagt zu ihm, soll ich nicht Allah loben? Sagt, du hast Allah gelobt, sag, was du sagst. Sheikh Islam sagt, wo ist der Richter? Die haben ihm gesagt, dass dieser Mann. Sheikh Islam sagt, du kannst nicht Richter und mein Gegner in einer selben Zeit. Und es gab eine große Diskussion. Die haben ihm mit seinem Bruder eineinhalb Jahre in einem Brunnen festgenommen. Dann war er raus und hat viele Debatten dort gemacht gegen As-Sufiyya, gegen Asha'ira und die anderen Sekten. Dann, die haben ihm die Wahl gegeben, ob er in Ägypten bleibt, im Gefängnis oder er geht nach Damaskus, hat gewählt, dass er geht. Dann haben ihn zurückgenommen und die haben ihn wieder festgenommen. Er hat einen Brief zu seiner Mutter geschickt. Er sagt, ich kann zu dir nicht kommen, weil es gibt viel zu tun hier in Ägypten.
Ich will sagen, dass wenn jemand Lebenslauf von Sheikh Islam liest, er liest, dass jemand, der hat schon entschieden, was er will von Anfang. Er hat von Anfang gewusst, was er will. Er hat für diese Religion gelebt. Das war seine Entscheidung von Anfang. Deshalb, du merkst, er hat keine Frau, auch keine Dienerin. Und sein Bruder hat ihm immer das Essen gebracht. Also sein Bruder hat immer ihm sein Essen, ohne dass Sheikh Islam ihm was sagt, sein Bruder hat alles für ihn gebracht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm ein Zeit geschickt. Es ist wie ein Kantara. Es ist wie ein Mittel zwischen das Wissen von uns selbst und alles, was jetzt zu uns gekommen an Wissen. Sheikh Islam hat die gesamte, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, hat die gesamte Aussagen von uns selbst und die Gegner von innen gelesen. Dann hat er seine Bücher geschrieben. Und alles, was wir sehen jetzt an die Erklärungen, jeder Wissenschaftler erklärt ein Buch von Al-Aqidah, er nimmt von Sheikh Islam. Auch Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, alles er Al-Aqidah al-Tahawi erklärt hat in seinem Buch, zwei großen Bücher, als er Al-Aqidah al-Tahawi erklärt hat, er hat die Aussagen von Sheikh al-Islam, seinen Schüler Ibn al-Qayyim, ohne die beiden zu erwähnen, weil damals es war gefährlich, die Namen des Sheikh Islam zu erwähnen. Deshalb hat seine Aussagen von vielen Büchern von ihm gebracht, wortlich, auch die Aussagen von Qayyim, ohne die beiden zu erwähnen. Und das zeigt die Wichtigkeit sein Wissen, auch bis jetzt. Wir wollen auch über sein Buch reden jetzt, über Al-Aqidah al-Wasitiyah. Al-Sheikh al-Islam bei in dieser Debatte mit vielen Richtern und auch bei dem Herrscher hat gesagt zu ihm, und das steht in seinem Fatwa: Ich habe nie was von allein geschrieben. Das sind nur Antworten auf Fragen. Oder ein Fatwa von jemandem, jemand, der kommt, will eine Antwort, ich gebe ihm eine Antwort. Und ich habe niemand von allein geschrieben. Und ich habe niemand angesprochen, sondern ein Mann oder jemand, der will was wissen, kommt zu mir und fragt mich über viele Dinge und ich schreibe für ihn die Antwort. Und er hat die Aussage von Prophet Sallam gebracht, wie jemand gefragt, er soll antworten. Und auch hat er gebracht. Dann sagt zu dem Bürgermeister: Soll ich nicht antworten, wenn die Leute mich fragen? Also bedeutet, dass die meisten Bücher von ihm, wie Al-Wasitiyah und Al-Hamawiyyah und Tadmuriyyah und Al-Aqidah al-Murakushiyyah, und die anderen Werke von ihm, das war nur eine Antwort auf eine Frage. Und das ist der Fall von Al-Aqidah al-Wasitiyah. Sheikh Islam selbst sagt in seinem Buch, die Debatte über Al-Wasitiyah, weil es gab eine Debatte, nachdem er das Buch geschrieben hat, er sagt, هذا كان سبب كتابتها. Er sagt, der Grund dafür, ich Al-Wasit geschrieben habe, ein Mann aus Wasit, also ein Richter aus Wasit, heißt Radiyuddin Al-Wasiti, das ist ein Richter aus Wasit, und er ist Schafi'i. Radiyuddin Al-Wasiti ist ein Richter, aber folgt Madhhab al-Shafi'i im Fiqh, ist zu mir gekommen, und dieser Mann
ist ein Mann der Religion, ist tugendhaftig und gut. Und er hat gesagt, dass in seinem Land Waset, heißt Waset, weil sie ist zwischen Al-Kufa und Al-Basra. Tawassatat bein Al-Kufa und Al-Basra. Waset, das ist die Mitte, kommt von Mitte. Deshalb wurde diese Stadt Waset genannt, weil sie ist zwischen Al-Basra und Al-Kufa. Und Al-Basra und Al-Kufa, das ist Al-Irak früher. Früher Al-Irak war Al-Kufa und Al-Basra, als Harun al-Rashid gekommen hat, Bagdad gebaut. Dann wurde das Wissen übertragen nach Bagdad. Am Anfang war Kufa und Al-Basra. Waset ist zwischen Al-Kufa und Al-Basra. Deshalb heißt die Waset, die Mitte, kommt von der Mitte. وشكى من الناس فيه بتلك البلاد. Dieser Mann, der war traurig, hat Sheikh Islam gesagt, dass viele Bid'a in Wasit. Und auch die Mongolen, die haben viel kaputt gemacht, ist viel Unwissenheit dort, viel Unrecht. Und es gibt keine Lektionen, kein Halaqat über Religion und Wissen. Und er hat mich gefragt, ich soll für ihn ein Aqidah schreiben, damit das eine Stütze für ihn und seine Familie. فاستعفيت من ذلك. Sheikh Islam sagt, bitte, ich schreibe das nicht. Es gibt viele Bücher von Selb, kannst du lesen. Der Mann sagt, nein, bitte schreib mir oder antworte mir auf meine Frage. Und Sheikh Islam hat das geschrieben nach dem Asr. Und Sheikh Islam selbst sagt, und es wurde diese Aqidah überall berühmt, in Messer und Al-Irak und andere Länder. Al-Aqidah al-Wasitiyya wurde im Jahr 698 geschrieben. So sagen Al-Muhaqqiqun, die Leute, die fertig untersuchen, sagen, im Jahr 698 nach Al-Hamawiyya. Al-Wasitiyya wurde nach Al-Hamawiyya geschrieben. Und Al-Aqidah al-Wasitiyya hat eine große Wichtigkeit. Al-Aqidah al-Wasitiyya umfasst die gesamte und wichtige Themen von Al-Aqidah mit einer guten Anordnung. Sheikh Islam hat über die sechs Grundlagen geredet. Über Al-Iman Billah und seine Eigenschaften. Er hat Regeln, hauptsächliche Regeln über Iman, bezüglich die Eigenschaften, Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat gezeigt, dass Al-Iman von Ahl Sunnah wal Jama'a bezüglich die Namen und Eigenschaften, es ist die Mitte zwischen zwei Extremen. Und so ist ein Tugend, also Al-Fadila, es ist immer die Mitte zwischen zwei Extremen. Er hat gesprochen auch über Al-Iman, über die Bücher, die Propheten und über Yawm al-Akhir, was kommt nach dem Tod. Er hat auch über Al-Qadr, Vorherbestimmung, geredet. Er hat über die Stufen von Al-Qadr geredet. Er hat über Iman geredet, dass die Iman ist Aussage und Tat. Er hat über Sahaba geredet. Er hat über Karamat al-Awliya geredet. Karamat al-Awliya, das ist bezüglich die Propheten sagen wir Wunder. Bezüglich die guten Leute sagen wir Karama. Er hat über die Art und Weise von Ahl-Sunnah und ihren guten Charakteristikum. Al-Aqidah al-Wasitiyya, es ist einfach, wenn man liest, Al-Aqidah al-Wasitiyya ist einfach. Die Worte von Al-Aqidah al-Wasitiyya ist einfach. Sheikh al-Islam hat auch viele Beweise aus dem Koran und Sunna gebracht. Das ist auch ein großes Charakteristikum von Al-Aqidah al-Wasitiyya. Er hat auch rationale Beweise gebracht. Al-Aqidah al-Wasitiyya
ديبوخش طابن في العقيدة الواسطية، جيمس طابن هنا السلف. راتنيش فيلا أو الزاق في فيلوزوف في اللوجيك في المتكلمون مخن العقيدة الواسطية ديبوخش طابن ودي زيت سيف العقيدة الواسطية زين زيت سيف هنا السلف مت القرآن ود السنة ود أوخ هات أو دس فورت التأويل مش بنوتس بين بتسيغلش دي أوز فايزون فون زيكن إرات التحريف كبير التحريف فين كنت أد دون تخشيت في التأويل والتحريف بس فوق التحريف ده سيستي بس التحريف أف دويش تحريف حرف فيها فلشون التحريف اش دي فيها فلشون التأويل هات اين قوت نزين التحريف هات شليش نزين شيخ الإسلام هات التحريف بنوت مش تأويل التأويل بدويتت منشمال بدويتون بيدويت مانشمال دي فيرفيكليشون بيدويت مانشمال داس مان نيش زيشتبارن زين دي سفورت نيمت سوندان اندر اندرم زين داس ماخن دي لوت فو دي زكت دي صار شيخ الاسلام هات نيش تأويل جنوم هات التحريف جنوم ام تو تسايق داس ديز دي تات شخيكليش اسلام اسلام هات über die Sekten geredet. Er hat gezeigt, dass Ahl al-Sunna in Bezug auf Namen, Eigenschaften zwischen Al-Jahmiya, zwischen Al-Mushabbiha, in Bezug auf Al-Qadr, Vorbestimmung, er hat gezeigt, dass Ahl al-Sunna zwischen Al-Qadariya und Jabriya, das kommt alles noch. Al-Qadariya und Jabriya, das sind zwei Extremen in Bezug auf Al-Qadr, auf Vorherbestimmung. شيخ الاسلام هات ايبا دي شتوفن فون القدر جيغينس الله سبحانه وتعالى هات جيفوست هات كشخيبن هات جيفولتر هات كشافت القدرية دي احسن قدرية دي ايبا تخايبة دي هامن بس ويسن فون الله سبحانه وتعالى فين لاينت دي متلغن قدرية المعتزلة دي هامن بس ويسن فون الله سبحانه وتعالى فيس كشتلت ابا دي هام جزاك الله سبحانه وتعالى هات نيش دي تاتن ديس منشن كشافن Das sind Al-Qadariyya. Al-Jabriyya, die haben gesagt, der Mensch hat kein Wille. Der Mensch ist ein, wie ein Blatt. Der Wind macht diesem Blatt, was er will. Also, das ist, die haben der Wille des Menschen verneint. Al-Sunnah ist die Mitte. Die haben für einen Mensch einen Wille festgestellt. Aber unter die Wille von Allah subhanahu wa ta'ala. Das kommt noch, das kommt. Sheikh al-Islam hat gezeigt, dass die Ahl al-Sunnah sind die Mitte. Deshalb das Wort al-Wasitiyya, das hat diesen Sinn von der Mitte in Bezug auf al-I'tiqad, in Bezug auf Glaube. Wir können sagen, dass Al-Aqid al-Wasitiyya wurde so genannt, weil ein Richter aus Wasit kam zum Sheikh Islam gefragt hat. Und auch Sheikh Islam in diese Aqid hat oft gezeigt, dass Ahl al-Sunnah haben die Mitte genommen zwischen die Sekten. In vielen, in Bezug auf Al-Iman, zwischen Al-Khawarij und Al-Murji'a, in Bezug auf Al-Qadr, zwischen Al-Jabriya und Al-Qadariya, in Bezug auf Namen, Eigenschaften zwischen المعطلة الجهمية والمشبهة und auch diese عقيدة das ist eine Herausforderung für die anderen Sekten und Sheikh Islam sagt ich habe mein die anderen drei Jahre gegeben um mir zu zeigen dass ein Buchstabe von dieser عقيدة ist gegen die Aussagen von den Salaf. As-Sahaba und Tabi'in, Tabi'in, Tabi'in. Ich gebe Ihnen drei Jahre, hat gesagt. Zeigen Sie mir ein Buchstabe, was nicht mit Aqidah des Salaf übereinstimmt. Und das ist eine große Herausforderung.
العقيدة الحموية gab dann ein Debatte Sheikh Islam hat besiegt, dann kam al-Wasitiyya, gab auch ein Debatte hat Sheikh Islam besiegt. الإمام الذهبي sagt, nach dieser Debatte es gab eine Einigung, dass diese Worte, dass dieser اعتقاد ist sehr gut und von السلف. War eine Einigung vor dem Bürgermeister. Und Al-Hafid ibn Rajab, auch sein Schüler, Al-Hanbali, er sagt, es gab eine Einigung, dass diese Aqidah Sunniyah Salafiyah, von Salaf. Und Al-Hafid ibn Kathir, auch sein Schüler, ibn Kathir, al-Dimashqi al-Shafi'i, hat gesagt, also am Ende der Debatte, es gab eine Akzeptanz für diese Aqidah. Und Sheikh ist zurückgekehrt zu seinem Haus, zurückgekehrt mit einem großen Ehre und Respekt. Das ist Al-Aqida Al-Wasitiyya, das ist Sheikh al-Islam. Dieser Text ist sehr wichtig in Bezug auf Aqidat al-Salaf. Al-Sunna. Wir werden diese Aqida erklären mit der Art und Weise der Feststellung. Wir stellen die Aussagen von Al-Sunna fest und wir werden manchmal über die anderen Sekten reden. Aber die Hauptsache, und das ist eine gute Art und Weise, Aqida zu studieren, dass man am Anfang sich konzentrieren mit die Feststellung der Aussagen von Al-Sunna, damit der Student kennt richtig und tief Aqidat Al-Sunna. Das ist die Basis. Dann kommt die Aussagen anderer Sekten, die Gründe anderer Sekten wie Mu'tazila, wie Khawarij, wie Murji'a, wie Al-Jahmiyya, wie Al-Qadariyya, wie Al-Jabriyya. So wie die anderen Schia, wie Al-Rawafid. Das wird unsere Art und Weise, wer erklärt Al-Metn. Die Buchstaben von Al-Metn, wir erklären die Buchstaben, die Sätze, die Worte, damit wir Al-Metn verstehen. Weil wenn du Al-Metn danach allein liest, du verstehst, was Sheikh Islam meint, die Zwecke von ihm. Was sind seine Ziele mit seinen Aussagen? Und manchmal reden wir über die anderen Sekten, damit man weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns eine große Wohltat gegeben hat, dass wir diese Aqidah glauben. Wenn wir lesen über die anderen Religionen, anderen Sekten, anderen Ideologien, anderen Philosophen, das ist die reine Dunkelheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Wohltat gegeben, ohne dass wir was machen. Alhamdulillah, Allah hat uns das gegeben. In unseren Ländern auch. Arabisch, Al-Aqid al-Ash'ariya, es ist, wurde gelehrt. Früher, als wir Kinder waren, wenn wir fragen, wo ist Allah? Eine normale Frage für ein Kind. Sagen, Allah ist im Herz von Al-Mu'minin. Oder manchmal sagen die, Allah ist überall. So haben wir gelernt. In den Schulen, an den Universitäten, Al-Azhar, früher haben ihm Al-Fatimiyun, Al-Shi'a, haben ihm aufgebaut. Al-Salah ad-Din kam, hat Ägypten von Al-Fatimiyun befreit. Salah ad-Din hat gedacht, dass Madhab al-Asha'ira ist Madhab al-Sunnah. Und er hat ihm gelassen in Ägypten anderen Regionen. Deshalb ist es erstmal wir sollen diese Wohltat erkennen und mit unserer Zunge sagen. Und wir müssen praktizieren.
Die Früchte dieser Wohltat und die Aussagen muss man praktizieren. Also richtig studieren, um den Islam zu schützen gegen die Einwände, gegen die anderen Sekten und damit man auch die Unwissenheit von sich selbst aufhebt. Das ist unsere Halaqa für heute. Im nächsten Halaqa werden wir Text von Al-Aqidah Al-Wasitiyah anfangen. Und das braucht Geduld, braucht Ernst. Al-Ilm braucht Ernst, das ist kein Spiel. Braucht Lernen und braucht Verstehen und Fragen und Schreiben und Lesen. Das ist eine Art und Weise des Lebens. Al-Ilm ist nicht, das ist eine Art und Weise des Lebens. Er sieht doch das Scheich Islam, das Wissen war eine Art und Weise des Le sein Lebens. So wie die meisten Wissen, alle Wissenschaftler, die nehmen das Wissen alles eine Art und Weise des Lebens. Du liest überall, du fragst, du willst wissen mit einer guten Absicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir. Das Wissen ist eine Gabe. Das Wissen ist eine Gabe. Allah gibt dir. Wenn Allah weiß, dass du gute Absicht hast, Allah gibt dir. Allah gibt dir eine große Sache und zwar das Verstehen. Das Verstehen. Manchmal später, du kannst sein, dass du irgendwas schwer ist, liest und Allah gibt dir ein Verständnis für diese Sache. Und wenn du liest, was die großen Wissenschaftler geschrieben haben, du findest genau, was du gedacht hast, haben auch die großen Wissenschaftler auch gedacht. Und das kommt von Allah als eine Gabe. Das ist eine Gabe. Deshalb, es braucht eine gute Absicht, die Aufrichtigkeit, dass man dies alles für Allah subhanahu wa ta'ala macht. Und die Regelung, wenn jemand nicht kommt, soll Bescheid sagen, wenn man nicht kommt. Wenn man raus aus dem Raum, muss man Bescheid sagen, ich gehe raus, ich habe irgendwas oder ich habe keine Zeit, ich muss rausgehen. Das sind die Traditionen, die sie wissen. Das ist inshallah unsere Halaqa für heute. Wir haben noch 5, 7 Minuten. Wenn jemand eine Frage hat, kann sie bitte ruhig stellen. Die Mongolen, das sind Tataren. Tataren. Tataren, die haben Bagdad erobert durch Hilfe von Schia. Es gab einen Minister von Al-Khalifa, damals Khalifa war sehr schwach. Dieser Minister hat die Zahl der Armee, islamischen Armee immer gemindert. Und er hat At-Tatar geschrieben, dass sie reinkommen. At-Tatar, die hatten keinen Hass zu einer Kultur. Die waren Barbaren. Die haben nicht nur gegen Muslime gekämpft, die haben gegen Christen, die haben viele schreckliche Sachen gemacht. Der Führer von dem Tataren, der war Genghis Khan. Aber wer Baghdad beobachtet hat, das ist Volaco. Ibn al-Athir, bevor er schrieb über was Hulake in Bagdad gemacht hat, er konnte nicht schreiben, was er gesehen hat. Das war schrecklich, was sie in Bagdad gemacht haben. Die haben die Bücher im Fluss geworfen, die haben alles kaputt gemacht. Das sind Tataren. Und die wollten auch Ägypten beobachten, aber Alhamdulillah in der Schlacht von Ain Jalut, die Muslime haben Tataren besiegt. Und viele von Tataren sind zum Islam übergetreten. Viele von ihnen sind zum Islam übergetreten. Und es gab auch damals der Wissenschaftler Izmir al-Salam in Ägypten. Er hat auch viel
für diese Schlacht gemacht, hat Geld gesammelt, hat viele Sachen gemacht. Ja, wenn jemand gehen will, wir gehen auch gleich. Wir gehen auch gleich. Wenn jemand gehen will, kann gehen. Wir sind jetzt fertig. Wir haben nur 4 Minuten, dann hören wir auf. Ich habe eine Frage, bitte. Es gibt Muslime, die sich selbst stellen, denen ich verstehe nicht, warum. Wer sind noch Muslime? Ist das ein Barakallahu fikum. Wir sind Muslime. Das ist, wir sind Muslime. Früher, die haben sich Ahl Sunna genannt, weil es gab viele Leute, die haben zu unterscheiden zwischen Ahl Sunna und Ahl Bidah. Aber letzte Zeit wurden auch viele Salaf, wir folgen als Salaf. Aber jetzt auch, es ist viele, die nennen sich Salafisten und die sind Parteien. Die nehmen nur von manchen Wissenschaftlern, von anderen nicht. Es gibt auch viele Richtungen in den Salaf. Deshalb wir sind Muslime. Wir sind Muslime und wir hoffen, wir folgen die Art und Weise von Salaf. Wir hoffen. Wenn du sagst, ich bin ein Salafi, bedeutet, du hast dich gelobt. Woher weißt du, dass du wirklich als Salaf folgst? Wir hoffen, wir folgen als Salaf. Deshalb wir sind Muslime. Inshallah, wenn keine Fragen gibt, wir hören jetzt auf. Unsere Termin nächsten Dienstag, 20 Uhr. Wir hören auf, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفيكم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.